Es ist ja kurz vor Ostern, das heißt auf der einen Seite für den Handel ein sehr, sehr wichtiges Datum. Diesmal wahrscheinlich mehr Vorfreude als vor Weihnachten, auch wenn Weihnachten eigentlich das größere Geschäft ist, aber zumindest wir sind ja im November, Dezember hier gesessen, ab und zu, wo der Handel zu hatte. Jetzt hat auf jeden Fall alles offen. Und wenn es wahr ist, oder zumindest pfeifen es die Spatzen von den Dächern, es gibt gewisse Gerüchte, dass vielleicht auch mit dann die Masken fallen werden. Starten wir mal mit Ostern. Wie schaut es denn da aus? Ostergeschäft, wie läuft es an? Es ist für uns natürlich sehr wichtig, ein wichtiger Impuls, dass viele Menschen doch den Gang ins Geschäft wagen und damit einen Mehrumsatz von rund 250 Millionen heuer ausgeben werden. Das ist ganz wichtig, weil gerade der stationäre Handel sehr gelitten hat in der letzten Zeit und das Osterfest soll ja für Zuversicht sorgen und daher sind ganz hoch im Kurs süße Geschenke, Schokohasen, aber eben natürlich auch Blumen für die Liebsten und Spielsachen für die kleinen Kinder und alles zusammen wird je nach Haushaltseinkommen stärker oder weniger stark verschenkt werden. Stichwort Osterhasen und das süße Geschäft. Jetzt hat man gerade gehört, bei Ferrero, da gibt es eine große Rückholaktion. Ich nehme an, Sie haben wahrscheinlich davon gehört, weil da ein Salmonellenalarm herrschen sollte. Ich weiß zwar nicht genau, wie das funktioniert, aber... Ja, es ist leider immer wieder so, dass wenn eben ein solcher, wenn Salmonellen oder wenn einfach unverträgliche Stoffe dann enthalten sind, sofort eine Aktion ausgerufen wird, dass alles zurückgeholt wird. Das betrifft in dem Fall einen Lebensmittelproduzenten und nicht den Lebensmittelhandel. Dort wird es dann gelistet, aber sobald es von uns kontrolliert wird und erkannt wird, wird sofort breitflächig wieder das Sortiment bereinigt und alle Konsumentinnen und Konsumenten verstehen. Das wäre dann aber eine schlechte Überraschung. Ja, das auf jeden Fall, ja. Bei der Kinderüberraschung dann. Wenn wir aber jetzt eben zum Beispiel Ostern uns ansehen, beim Ostergeschäft, was ist denn da besonders, wer profitiert besonders im Handel, welche Branchen profitieren da besonders und welche brauchen es auch unbedingt im Moment gerade? Also die es am meisten brauchen, sind sicherlich Spielwarenhersteller und Spielwarenhändler. Und die Spielsachen sind einfach extrem beliebt zur Osterzeit. Darüber hinaus natürlich ist es auch ganz wichtig, dass man im Modehandel das eine oder andere Geschäft verzeichnet, weil der Mode- und Schuhhandel hat besonders gelitten. Das ist zwar nicht das typische Ostergeschenk, was aber typisch ist, sind alle Geschenke, die gut schmecken, und zwar Schokohasen, Schokoeier und das im besten regional gekauft und nicht aus der Ukraine importiert. Denn da hat die Gastronomie ein großes Aufholpotenzial, weil die Herkunftskennzeichnung noch fehlt. Ansonsten sind es aber auch klassische Elektronikwaren, die in den hinteren Rängen sehr gerne geschenkt werden. Mhm. Inwiefern spielen sich Teuerungen im Moment mit hinein? Wir haben das schon gehört in den letzten Tagen, dass die Ostergeschenke sich vielleicht auch etwas verschieben werden aufgrund der aktuellen Teuerungen. Wie sehen Sie das? Also ganz generell ist es klar und es wird leider oft in der Politik falsch kommuniziert, dass im Supermarkt die teureren Preise locken. Das ist einfach jetzt nicht der Treiber dieser Teuerungswelle. Es ist so, dass im ersten Schritt die Energiekosten die Treiber sind. Gas, Strom, Öl, all das hat zwischen 30 und 50 und teilweise beim Gas sogar 70% Zuwachsraten verzeichnet. Also unfassbare Zuwachsraten. Und die schmälern natürlich das Geldbörsel, wenn man der Zapfsäule und beim Heizen der eigenen vier Wände schon das halbe Gehalt verbraucht. Danach kommt Wasserverbrauch, der hat sich auch um 7,7% erhöht von der Bepreisung. Und danach kommen eben Gastronomie- und Restaurantbetreiber. Warum? Weil genau dort hat man immer stärker von Ukraine beispielsweise Eier beschafft oder eben aus dem Ausland, aus Holland und aus Südamerika eben Fleisch, weil eben beim Speiszettel nicht oben steht, ob es österreichisches Fleisch ist oder eben ausländisches. Und damit hat hier die Transparenz bis zum heutigen Tage gefällt. Durch die Ukraine-Krise müssen die jetzt auch regional in Österreich beschaffen. Das erhöht den Druck auf die Produzenten, weil natürlich doppelt so viel Bedarf besteht und das Angebot sich nicht wesentlich erhöht hat. Und das Angebot aber teurer wird, weil Futtermittel teurer werden und auch in der Produktion und in der Haltung natürlich die Preissteigerungen stattfinden. Und erst dann kommen die Supermärkte und die Nahversorger, die
Kaufleute am Land, die Lebensmittel verkaufen. Und dort ist es in zwei Wellen bis dato vonstatten gegangen. Wir haben bei Speiseölen, bei Fetten, aber eben auch bei Bier und bei Limonaden zweistellige Steigerungen gehabt, die aber auf den Gesamtwarenkorb trotzdem minimal gering sind. Butter ist besonders stark gestiegen, weil man sich das auf Lager legt in der Krise. Und in der zweiten Welle jetzt erwarten wir alle tierischen Produkte, dass die sich steigern werden, weil die Futtermittel einfach teurer werden. Die Versorgung ist aber gesichert. Nur im nächsten Schritt wird Milch, Eier, Käse, Fleisch sicherlich nicht bei 3% bleiben, wo wir derzeit sind. Sie haben gerade gesagt, die Versorgung ist gesichert. Gleichzeitig natürlich ein großes Thema. Seit Beginn der Corona-Pandemie vor 2 Jahren ist Lieferketten. Wie sieht es denn da aus? Es gibt ja auch bei verschiedensten Sachen immer wieder Lieferverzug. Im Moment gerade, wo muss ich damit rechnen und was ist auf jeden Fall genug da? Also es ist ganz klar, dass mit März 2020 es begonnen hat, dass sich Verwerfungen bei den internationalen Beschaffungswegen einfach manifestiert haben. Wir erinnern an das Schiffsblockade beim Suezkanal. Wir wissen aber auch gerade jetzt, wo wieder in Asien in vielen Bereichen Restriktionen durch die Null-Covid-Politik einhergehen, dass es zu Verzögerungen oder weniger Output an Menge an Produkten kommt. Das führt natürlich zu Verzögerungen, sodass man dann nicht aufs langsame Schiff, sondern auf das teurere Flugzeug umrüsten muss, ökologisch nicht immer so gut und vor allem auch teuer in der Logistik, und es wirkt sich auf den Preis aus. Ganz besonders sind nach wie vor Mikrochips betroffen von diesen Verzögerungen. Das legt ganze Produktionslinien lahm. Darüber hinaus sind es aber eben auch Bauzubehörteile, und das spüren all jene Häuselbauer oder die beim Balkon eine Verschalung oder eben ein kleines Grün dort anpflanzen wollen. Das sind die Bereiche, wo man eben Preissteigerungen wahrnimmt, und die Verwerfungen gehen auch in den Arbeitsmarkt über, muss man sagen. Sie haben gerade auch den ökologischen Faktor angesprochen. Das Thema Nachhaltigkeit ist ja eines, das im Handel vor allen Dingen in den letzten Jahren immer mehr zugenommen und auch an Bedeutung gewonnen hat. Wie schaut es denn da im Moment gerade aus? Ja, da ist natürlich ganz wichtig, dass sich der Konsument sehr verändert hat. Es gibt hier ganz andere Wertehaltung. Man hat auch eine Überzahlungsbereitschaft, wenn man weiß, das Produkt ist regional, transparent in der Herkunft, international fair gehandelt. Dann ist es letztendlich auch für den Konsumenten wichtig. Es zahlt mehr, und für den Händler ist es auch wichtig, weil es muss auch höher bezahlt werden als ein billiges Handycover aus Asien. Und ich freue mich ganz besonders, dass der Handelsverband heute mit Griff gemeinsam eben eine sogenannte Transparenz- und Nachhaltigkeitsplattform gegründet hat, wo auch mittelständische kleine Händler und Unternehmer sich abtesten können, welche Nachhaltigkeitskriterien sie schon erfüllen und wo die Reise noch hingehen muss. Warum ist das so wichtig? Es gibt das sogenannte EU-Lieferkettengesetz, das kommen wird. Da muss man dann lückenlos die Lieferanten dokumentieren, sodass man gegen Kinderarbeit und Umweltverschmutzung ganz klare Maßnahmen setzt. Da ist nur wichtig, dass man nicht die kleinen Unternehmen überfordert und dann nur noch große überbleiben, die das erfüllen, und dass man eben die problematischen Staaten im ersten Schritt auch betrachtet und nicht die heimischen gefährdet mit Bürokratie.